Liebe Genossinnen und Genossen, bevor ich persönlich erkläre, was ich alles vermisse auf dem Parteitag, will ich erst eine Feststellung treffen. Es ist großartig. Wir haben es geschafft. Wir sind auf die Sekunde handlungsfähig. Das ist das Ergebnis dieses Parteitags. Und ich muss alle enttäuschen, die hier eine Fleischerei erwartet haben. Und auch zum Abendessen haben wir heute nicht Flügelragout, sondern ein Wahlprogramm. Liebe Genossinnen und Genossen, und dann will ich sagen, ja, es sind Fragen offen geblieben, aber wir kommen zu keinem Parteitag zur Klärung aller Fragen, schon gar nicht bei Parteitagen, die ein Wahlprogramm verabschieden. Ich will hier eindeutig sagen, ja, ich hätte gerne zur Landwirtschaft geredet, ja, es gibt auch dort Proteste, wir haben die Bildung unterstützt, alles andere unterstützt, und ich würde sagen, auch die Milchbauern gehen uns etwas an, und in einer Welt. Liebe Genossinnen und Genossen, vor wenigen Tagen jetzt wurde erklärt, 1,02 Milliarden Menschen auf dieser Welt leiden Hunger. Und wir müssen uns mit dem ländlichen Raum auch in Europa beschäftigen, in der EU und so weiter und so fort. Ich kann jetzt weiteres aufführen. Ich finde auch etwas unterbelichtet ist auch die Frage, dass sozusagen die Verursacher der Krise jetzt wieder durch die Bundesregierung zu den Bewältigern der Krise ernannt werden. Es ist unglaublich, dass der Staatssekretär Asmussen sozusagen jetzt die Krise bewältigen soll, die er selbst mit herbeigeführt hat. Und ich muss auch sagen, der Ayatollah der Insolvenzen, der Herr Guttenberg, der geht mir auch allmählich auf den Docht. Wir stehen überall an der Seite der Menschen, deren Arbeitsplätze bedroht ist. Das ist die Botschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, und bevor ich zum Dank komme, will ich etwas sagen, was noch übrig ist. Wir haben eine Frage offen, die sollten wir noch klären. Dazu können wir keine Riesendebatten führen. Wir haben zwei Reden gehört von zwei Leuten, die viel Beifall gekriegt haben. Gestern früh Oskar Lafontaine, gestern gegen Abend Gregor Gysi. Mit ihnen sind wir einmal erfolgreich in den Wahlkampf gezogen. Ich finde, das sind unsere Spitzenkandidaten. Ich kann das eine Stunde begründen, aber ihr könnt durch Applaus auch sagen, dass ihr damit einverstanden seid. Und dann haben wir auch das erledigt. So, nachdem auch dieser Applaus eindeutig nicht zerfleischt ist, will ich abschließend noch Dank sagen. Ich beginne mit einem Dank an die Medien. Wir hatten hier medienkritische Töne, das ist richtig, da das auch mein Beruf ist. Manchmal haben die Medien das auch sich redlich erarbeitet und wir bleiben medienkritisch. Aber ich will auch Dank sagen. Dank für diejenigen, die hier geblieben sind, für Phoenix, das übertragen hat, für viele Menschen, die das sehen wollten. Ich sage den Journalistinnen und Journalisten, liebe Genossinnen und Genossen, ich will allen Journalistinnen und Journalisten, auch wenn sie anderer Meinung sind, als ich sie habe, Dank, wenn sie eine faire Berichterstattung versuchen. Ich will sagen, es bleibt dabei. Die Medien sind die größte Gefahr für die Linke und sie sind unsere einzige Chance, die Öffentlichkeit zu erreichen. So widersprüchlich ist das. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten auch allen danken, die sich lebendig an der Diskussion beteiligt haben. Es haben sehr viele an Anträgen gesessen. Sie haben gebrütet über dieses Programm. Sie haben sich mit Worten beschäftigt, auf die ich nie gekommen wäre. Sie haben Gedanken eingebracht, die völlig weit
außerhalb unseres planetaren oder des erreichbaren Raumes sind. Aber mir ist eine Partei lieber, die sich um jede Einzelheit kümmert, als eine Partei, die alles nur abnickt. Der Dank an die Antragskommission und an die Genossen, die unentwegt versucht haben, das Programm zu präzisieren und zusammengesessen haben. Das ist ja nicht einfach. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für diejenigen, die diesen Parteitag organisiert haben. Und ich sage nicht zuletzt herzlichen Dank zu den Gastgebern. So, und dann das Wichtigste, liebe Genossinnen und Genossen. Am 27. September dieses Jahres wird die Linke wesentlich stärker in den Bundestag einziehen, nachdem sie in Saarland, in Thüringen und natürlich dann auch in Brandenburg, aber erst am 27. in Sachsen auch ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Liebe Genossinnen und Genossen, bevor ich persönlich erkläre, was ich alles vermisse auf dem Parteitag, will ich erst eine Feststellung treffen. Es ist großartig. Wir haben es geschafft. Wir sind auf die Sekunde handlungsfähig. Das ist das Ergebnis dieses Parteitags. Und ich muss alle enttäuschen, die hier eine Fleischerei erwartet haben. Und auch zum Abendessen haben wir heute nicht Flügelragout, sondern ein Wahlprogramm. Liebe Genossinnen und Genossen, und dann will ich sagen, ja, es sind Fragen offen geblieben, aber wir kommen zu keinem Parteitag zur Klärung aller Fragen, schon gar nicht bei Parteitagen, die ein Wahlprogramm haben. Ich will hier eindeutig sagen, ja, ich hätte gerne zur Landwirtschaft geredet. Ja, es gibt auch dort Proteste. Wir haben die Bildung unterstützt, alles andere unterstützt. Und ich würde sagen, auch die Milchbauern gehen uns etwas an. Und in einer Welt, liebe Genossinnen und Genossen, vor wenigen Tagen, jetzt wurde erklärt, 1,02 Milliarden Menschen auf dieser Welt leiden Hunger. Und wir müssen uns mit dem ländlichen Raum auch in Europa beschäftigen, in der EU und so weiter und so fort. Ich kann jetzt weiteres aufführen. Ich finde auch etwas unterbelichtet ist auch die Frage, dass sozusagen die Verursacher der Krise jetzt wieder durch die Bundesregierung zu den Bewältigern der Krise ernannt werden. Es ist unglaublich, dass der Staatssekretär Asmussen sozusagen jetzt die Krise bewältigen soll, die er selbst mit herbeigeführt hat. Und ich muss auch sagen, der Ayatollah der Insolvenzen, der Herr Guttenberg, der geht mir auch allmählich auf den Docht. Wir stehen überall an der Seite der Menschen, deren Arbeitsplätze bedroht ist. Das ist die Botschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, und bevor ich zum Dank komme, will ich etwas sagen, was noch übrig ist. Wir haben eine Frage offen, die sollten wir noch klären. Dazu können wir keine Riesendebatten führen. Wir haben zwei Reden gehört von zwei Leuten, die viel Beifall gekriegt haben. Gestern früh Oskar Lafontaine, gestern gegen Abend Gregor Gysi. Mit ihnen sind wir einmal erfolgreich in den Wahlkampf gezogen. Ich finde, das sind unsere Spitzenkandidaten. Ich kann das eine Stunde begründen, aber ihr könnt durch Applaus auch sagen, dass ihr damit einverstanden seid. Und dann haben wir auch das erledigt.
Also, nachdem auch dieser Applaus eindeutig nicht zerfleischt ist, will ich abschließend noch Dank sagen. Ich beginne mit einem Dank an die Medien. Wir hatten hier medienkritische Töne, das ist richtig, da das auch mein Beruf ist. Manchmal haben die Medien das auch sich redlich erarbeitet und wir bleiben medienkritisch. Aber ich will auch Dank sagen. Dank für diejenigen, die hier geblieben sind, für Phoenix, es übertragen hat, für viele Menschen, die das sehen wollten. Ich sage den Journalistinnen und Journalisten, liebe Genossinnen und Genossen, ich will allen Journalistinnen und Journalisten, auch wenn sie anderer Meinung sind, als ich sie habe, Dank, wenn sie eine faire Berichterstattung versuchen. Ich will sagen, es bleibt dabei. Die Medien sind die größte Gefahr für die Linke und sie sind unsere einzige Chance, die Öffentlichkeit zu erreichen. So widersprüchlich ist das. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sollten auch allen danken, die sich lebendig an der Diskussion beteiligt haben. Es haben sehr viele an Anträgen gesessen. Sie haben gebrütet über dieses Programm. Sie haben sich mit Worten beschäftigt, auf die ich nie gekommen wäre. Sie haben Gedanken eingebracht, die völlig weit außerhalb unseres planetaren oder des erreichbaren Raumes sind. Aber mir ist eine Partei lieber, die sich um jede Einzelheit kümmert, als eine Partei, die alles nur abnickt. Der Dank an die Antragskommission und an die Genossen, die unentwegt versucht haben, das Programm zu präzisieren und zusammengesessen haben. Das ist ja nicht einfach. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für diejenigen, die diesen Parteitag organisiert haben. Und ich sage nicht zuletzt herzlichen Dank zu den Gastgebern. So, und dann das Wichtigste, liebe Genossinnen und Genossen. Am 27. September diesen Jahres wird die Linke wesentlich stärker in den Bundestag einziehen, nachdem sie in Saarland, in Thüringen und natürlich dann auch in Brandenburg, aber erst am 27. in Sachsen auch ein hervorragendes Ergebnis erzielt hat. Wir alle müssen das erstreiten. Wir alle müssen uns dafür einsetzen. Wir alle müssen jetzt den Schlussstrich ziehen unter die Debatten. Wir alle haben jetzt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dieses Land sozialer zu gestalten. Wir haben uns warm gelaufen. Ab in den Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen. Wir alle müssen das erstreiten. Wir alle müssen uns dafür einsetzen. Wir alle müssen jetzt den Schlussstrich ziehen unter die Debatten. Wir alle haben jetzt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dieses Land sozialer zu gestalten. Wir haben uns warm gelaufen. Ab in den Wahlkampf, liebe Genossinnen und Genossen.